Afrika war bei der Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle bisher eher eine Randerscheinung. Das ändert sich nun langsam. Mindestens 23 Staaten in Afrika sind von der Lungenkrankheit betroffen. Zuletzt haben Mauretanien, Ruanda, die Seychellen und die Zentralafrikanische Republik ihre ersten Coronavirus-Infektionen bestätigt. Marokko streicht alle Flug- und Schiffsverbindungen mit rund 20 Ländern, darunter auch Deutschland. Auch Namibia und Madagaskar streichen Flüge und schließen ihre Häfen für Kreuzfahrtschiffe. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Afrika könnten die Volkswirtschaften vieler Länder auf dem Kontinent durch die Folgen der Krise stark in Mitleidenschaft gezogen werden.